Meine YouTube-Karriere ist zu Ende, vor 20 Stunden veröffentlicht. Tränen in den Augen, da muss man natürlich draufklicken. Was ist denn da überhaupt los? Okay. Leute, ich heule nicht wirklich, okay? Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch vielleicht mitbekommen hat, aber es gibt zurzeit ein paar Probleme auf YouTube, ein paar Problemchen. Wenn man zum Beispiel auf meinem Kanal guckt, kann man bemerken, dass meine Views unglaublich gedroppt sind. Ich mache mir so gut wie keine Abos mehr und ich bin nicht mal die Einzige. Das könnte... Vielleicht ist es euch doch nicht aufgefallen! Wenn man mal auf meine Zahlen guckt, ich habe nur 1,535769 Millionen Abonnenten. Und vielleicht ist es euch aufgefallen, dass mein letztes Video, ich laber in die Kamera, nur 300.000 Klicks hatte, statt den zu erwartenden 317.000. Tatsächlich beschreibt sie das Problem noch näher, nämlich, dass mit jedem Video, das sie uploadet, teilweise sogar Abos verliert. Viele YouTuber halten das für einen Bug. Ich halte das eigentlich eher für total nachvollziehbar. Aber sie ist nicht alleine. Noch höhere Prominenz hat sich diesem Thema gewidmet. Und zwar kein geringerer als der Mann, dem YouTube quasi gehört und der gedroht hat, er löscht seinen Channel, PewDiePie. Ja, er hat zurzeit 49,897 Millionen Abonnenten. Da kann man schon mal pisst sein. Und wir schauen mal. YouTube from their south. I feel like YouTube is like a toddler playing with knives. And you, let's just take the knife away from that baby. Stop. Now, if you don't know what I'm talking about, you probably don't know what I'm talking about. Es ist interessant zu sehen, weil das waren jetzt schon zwei sehr erfolgreiche YouTuber und man erkennt ja schon so als Außenstehender, also wir können das ja mal ganz kurz mal analysieren. Wir sehen hier, ist er redet normal. I feel like YouTube is like a toddler playing with knives. Okay, da war ein Schnitt, warum auch immer, es ist quasi ein Satz, aber egal. Let's just take the knife away from that baby. Stop. Und das ist jetzt im Prinzip ein Einspieler. Das ist im Prinzip ein Sketch. Er redet hier normal. Er sagt, YouTube ist wie ein kleines Kind. Take the knife away from that baby. Stop. Now if you don't know. Und das war quasi imitiert, wie er einem Kind das Messer wegnimmt oder dazu besänftigt, das Messer zu nehmen. Es ist einfach genial. Also mich wundern die 50 Millionen Klicks nicht. Das ist einfach Entertainment auf allerhöchstem Niveau. Subfeed. Oh, it's there. No one clicks on it. Now, I used to be subscribed to H3E3. Das ist auch lustig. Where's the fucking subscription tab oder was auch immer er da meint. Das Lustige ist, bei diesen Videos, es sind überall Schnitte, wo eigentlich kein Schnitt sein müsste. Bei normalen Sätzen, die einfach unterbrochen sind mit einem Schnitt. Aber bei Sachen, wo eigentlich ein Schnitt Sinn machen würde, nämlich zum Beispiel, er sucht etwas mit der Maus, das ist ja nicht live, das ist ja nachbearbeitet, da wird's drin gelassen. Wo ist denn dieser Subscription-Ding? Da würde sich's ja eigentlich anbieten, einen Schnitt zu machen. Da wird aber keiner gemacht, weil das natürlich einfach auch zeigt, ey, yo, Alter, 50 Millionen, ich kenne mich auch nicht aus mit YouTube, Alter, wo ist denn das überhaupt hier? Ich bin zwar mein ganzes Leben lang, und mein ganzes Leben verdanke ich dieser Webseite, aber ey, ich bin einer von euch, wo ist denn das hier nochmal eigentlich? Das also, H3, and I was like, why am I not seeing their videos? Well, I'm unsubscribed for some reason. Why? Auch ein schöner Zoom. Neulich kam die Forbes-Liste raus, der erfolgreichsten YouTuber. PewDiePie ist natürlich auf Platz 1, macht 15 Millionen Dollar im Jahr, laut Forbes. Viele YouTuber leiden gerade darunter, dass ihre Channels deabonniert werden. Bei uns, bei Rocket Beans, ist es ganz anders. Deshalb, ich kenne das jetzt auch nur so von YouTubern und dieses Problem, ich kann es selber nicht beurteilen. Bei uns geht es raketenmäßig nach oben. Seit wir auf YouTube sind und unsere Zuschauer halbiert haben, haben wir am Tag mindestens 10 neue Abonnenten. Also, ich glaube, es gab noch nicht einen Tag, wo wir keinen neuen Abonnenten hatten. Gut, wir hatten am Anfang vielleicht, haben wir die Hälfte verloren, aber na und? So what? Ja. Okay, dann gucken wir uns mal Victoria Sarina an.
Victoria Sarina. Ach, guck mal, findest du direkt als erstes. Victoria Sarina. 734.000 Abos. Schönheitsoperations-Gadgets für zu Hause. Regenbogen-Essen-Hacks. Unglaublich, so viele Sticker braucht man für ein Album. Ach komm, wir gucken mal, was sie aktuell so macht. Das sind ja nur die erfolgreichsten Videos. Nein, das ist das aktuellste Video. Okay, dann gucken wir da mal rein. Schönheitsoperations-Gadgets. Haben wir Ton hier? Liebe Regie, ich höre leider nichts im Studio. Hallo ihr Lieben, Ich bin mir sicher, es ist wichtig, was sie da sagen am Anfang. Hallo ihr Lieben, wir haben heute wieder mal ein Testvideo, aber ein richtig verrücktes. Wir testen Schönheitsprodukte aus Japan aus. Und zwar solche, die halt wirklich das Aussehen verändern sollen, statt mal Schönheits-OP. Also Produkte, die die Nase verkleinern, sowas wie Fett absaugen. Ich bin mega gespannt. Und wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und übrigens, wir bringen bald ein Buch raus. Das könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Es ist in der Infobox verlinkt und da erfährt ihr dann alles weitere. Jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr das irgendwie hochgepitcht oder ist das for real? Ist das wirklich... Das ist die echte Stimme? Oh. Genauer, wenn ihr ein paar Infos haben wollt. Merkt euch, wie wir jetzt aussehen. Denn danach werden wir komplett anders aussehen. Wir werden schmälere Nasen haben, stupsigere Nasen, dickere Lippen. Schmälere Nasen? Danach haben wir schmälere Nasen. Schmälere Taillen. Schmälere Taillen und schmälere Nasen. Und ein dünneres Gesicht. Ja, krass. Und jedes Produkt hat ungefähr so 3 Euro gekostet. Also im Vergleich zu einer Schönheits-OP ein echter Schnäppchen. Risikolos. Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr an euch am schönsten findet. Also Nase, Lippen, Augen, wie auch immer. Macht in Form eines Emojis. Ihr könnt auch gerne eure ehrliche Meinung über Schönheits-OPs in die Kommentare schreiben. Wenn Tut mir leid. Ich bin gerade sprachlos. Schmälere Nasen. Danach machen wir uns schmälere Taillen. Und schmälere Gehirnen geht leider nicht. Ist schon schmälensten. Ist schon am schmälensten Gehirnen. Holy shit, 740.000 Abonnenten. Oh. Naja gut, es ist einfach, das gucken dann halt junge Mädchen, die wissen wollen, wie man einer Schönheits-OP mit 12, wie man die umgehen kann, weil man hat mit 12 in der Regel auch noch nicht die Kohle für eine Schönheits-OP. Selbst wenn man das ganze Taschengeld nimmt, kannst du vielleicht nur einen Nasenflügel richten. Und dann wirst du halt trotzdem gemobbt. Wirst du trotzdem gemobbt in der Schule, weil dein Nasenflügel einfach scheiße ist und die Nase nicht schmälenden ist. Leon Mascher, nie gehört. Und unglaublich schwer abzuschätzen, was sich hinter diesem Namen verbirgt, also beziehungsweise hinter seinem Channel. Leon Mascher. Das kann alles sein. Das klingt ein bisschen, ehrlich gesagt, wie ein Sänger, würde ich jetzt mal sagen. Leon Mascher würde ich tippen auf, ach, guck mal hier, 2 Millionen Abonnenten. Was macht der? 2 Millionen? Das ist der 2-Millionen-Song. Das machen die, glaube ich, alle, so ein Song, wenn... Ach so, das ist eher so, geht, glaube ich, mehr in so die Miguel Pablo-Richtung. Essen bis zum Kotzen. Okay, reicht.